In diesem Video zeige ich, wie du Übergangseffekte in einem Multikamera-Projekt hinzufügen kannst. Im Video, das ich jetzt verlinkt habe, habe ich gezeigt, wie man grundsätzlich ein solches Multikamera-Projekt erstellt. Grundsätzlich ist es möglich, bei jedem Schnitt einen weichen Übergangseffekt hinzuzufügen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Für diesen Film, wie ich da erkläre, wie ich so etwas zusammenbaue, würde ich persönlich das nicht machen. Also ich würde hier keine weichen Übergangseffekte hinzufügen. Allerdings ist es etwas anderes, wenn man zum Beispiel ein Musikvideo schneidet oder Stimmungsbilder miteinander verbindet und so weiter. Es kann also gute Gründe haben, warum man einen solchen weichen Übergangseffekt haben möchte. In dem Moment, wo ich diese Playline hier auf so einen Schnitt lege, habe ich die Möglichkeit, hier über dieses AB einen Übergangseffekt hinzuzufügen. Beim Hinzufügen kann ich hier noch eine Länge wählen, wie lang der Übergangseffekt dann sein soll, wenn er eingefügt ist. Mit einem Klick auf dieses AB fügt es mir hier einfach einen weichen Übergangseffekt hinzu und ich sehe jetzt im Vorschaufenster schon diesen Übergangseffekt. So, also wenn ich das mal abspiele, ist dieser Übergangseffekt eine Sekunde. Ich kann das aber natürlich ändern, indem ich hier einfach zum Beispiel sage, ich möchte das gerne 5 Sekunden lang haben. Wenn ich das jetzt abspiele, dann ist dieser Übergangseffekt länger geworden. So, also so einfach geht das. Jetzt kann es aber sein, dass du im Film irgendwo eine Szene hast, die mir vielleicht mit Schwarz oder mit Transparenz überbrückt werden müsste. Dann kannst du sehr einfach eine Videosequenz aus dieser Multikamera-Spur anwählen. Und dann entweder über dieses B oder dieses 0 wählen, ob diese Sequenz in Schwarz umgewandelt werden soll. Also wenn ich jetzt auf diese Schaltfläche hier klicke, dann wird die Sequenz schwarz. Und ich kann auch hier einen Übergangseffekt am Anfang und am Schluss hinzufügen. Ich könnte aber diese Sequenz auch ersetzen durch Transparenz. Dann blendet das einfach so aus und wieder ein. Und wenn es schwarz ist, wird es halt überblendet. So, also grundsätzlich sehr einfach anzuwenden. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann klick doch bitte auf Gefällt mir und abonniere meinen Kanal, damit du keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. In diesem Video zeige ich die Multikamera-Editor-Funktion von Pinnacle Studio 20. Ich habe hier in der Bibliothek 4 Videoaufnahmen von derselben Szene, also mit 4 Kameras dasselbe aufgenommen. Und ich kann jetzt mit der Multikamera-Editor-Funktion diese so synchronisieren und dann sehr bequem schneiden,